So. Ah, lustig. Lass mal das weg. CD muss ich noch reinlegen. Haha. Da hat sich vieles angesammelt. So. Dann Anmeldung, Karte. Ich muss das ja alles hier alles wieder schön machen und cool. Das machen wir gleich. Was hat sich jetzt hier? Nichts. Nichts. Gut. Tschüss. Das haben wir geguckt, das funktioniert. So. Alte Wiegarde nach den Schlachten. Aktuelle Punkte eintragen. Ausgegeben, aktuelle Punkte eintragen. Territorium aktiv, ja genau, okay. Karte. Angmar und Ennetweib. Okay, interessant. So, ich starte jetzt Tangle. Hoffentlich komme ich da überhaupt noch rein mit dem Passwort. So. Gut, ich starte jetzt War erstmal noch schnell. Tangle. Das ist. Instant Login. Nice. Neue Version, jetzt herunterladen. Muss ich das tun? Ich will das jetzt nicht tun. Ja, musst du schon, es funktioniert jetzt nicht. Ich hab's. Lol, ich brauche einen Premium-Account, um Tangle zu aktualisieren? Was für ein Schwachsinn. Hab ich jetzt Aha. eigentlich nicht gebraucht. Ja, hat er mir gerade gesagt. Sehr lustig. Ich musste halt meinen Tangle halt, das war damals halt schon ein bisschen her, updaten und dann wollte er es neu installieren, musste ich es neu installieren, ja und jetzt seitdem klappt es wieder. Gut, dann machen wir das doch mal. Ups, den Blizzard Launcher können wir auch deaktivieren. So. Tangle Setup. Dann starten wir das doch mal. Ich hoffe, dass es heute funktioniert, weil die letzten 2 Tage hatte es kleine Macker, dass es immer abgestürzt ist. Also bei mir zumindest. Ich habe Gut, das jetzt die werden wir gleich letzten. sehen. Weiß nicht. Also Benutzerdefinierung. allgemein dann immer dieses Aggressor oder wie heißt das immer, diese Fehlermeldung, die im Spiel da manchmal kommt, diese, dass der Spieler nicht hinterherkommt oder irgendwie sowas. Okay, ja, wird man gleich sehen. So, jetzt installiert er den ganzen Quatsch erstmal. So, nur mein letzter Aufruf und dann haben die Leute Pech gehabt. Sommerloch. Drei waren ja angemeldet eigentlich fürs Ja, aber das heute. ist so lang her. Vielleicht haben sie geglaubt, ich werde nie wieder YouTube machen. Keine Ahnung. Du bist gestorben. Ja, so schlimm ist es dann zum Glück doch nicht. Ja, das stimmt. Aber alles gut, oder? Also mit den Prüfungen und so. Zwölf. Doch, eine habe ich verschusselt, weil ich zu spät gekommen bin, um 8 Stunden. Das war echt dämlich. Oh. Ja, das ärgert mich auch, weil das war unnötig. Aber ich kann sie zum Glück das Semester nachschreiben. Na gut. Ah ja, dann. Ansonsten sind die Noten alle echt Bombe gewesen. Also 2-3 war mein schlechtestes. Oh ja, geht ja. Doch, Alles gut. das kann sich definitiv sehen lassen. Ja, dann ist ja gut. Also bin ich zufrieden. Ja, dann lock mich mal ein. Ich könnte noch, oder. Ich könnte, sondern ich mach's, einen Tipp für den Ringkrieg noch für Isengard. Ah ja. Du baust relativ oft so Wachtürme mäßig, ne? Gerade bei der Einschlagpforte von Rohan, ne, hast du ja versucht mit Wachtürmen so ein bisschen. Ja. Statt Wachtürme würde ich dir mal diesen Wagvorposten empfehlen. Okay.
Der ist billiger, wird schneller gebaut und ist stärker, wenn gerade gegen die KI, weil es eigentlich fast mit Nahkampfeinheiten kommt. Ja, probiere ich aus. Mix wäre natürlich das Beste, da muss ich erstmal gucken. Das Ding ist halt, Ja, die Mix ist Türme natürlich. halten halt nichts aus, weißt du? Da zwei Trolle schmeißen drauf, ist sofort kaputt. Das ist halt Eben, und die traurig. Wargvorposten halten mehr aus. Okay. Die halten ein bisschen mehr aus, glaube ich, circa. Sind halt eigentlich eher dann nur gegen Nahkampfeinheiten, weil Bogenschützen, die greifen ja nur Gegner in der Nähe. Ja. Deswegen. So. In welchen Schlachten Mittelerde muss ich nochmal reingehen? Den ganz normal in Zweier, Aufstieg. oder? Ach, da unten. Aufstieg. Wir haben erst gar nicht gesehen. Genau, da. Ah, gut, wir haben zumindest schon mal Verbindung. Das war mein Herz. Das ist doch schon mit etwas. So, wie kann ich jetzt die Werbung schließen? Wo ist der Schlüssel? Entweder da werden Sekunden angezeigt oder du kannst Ach, da sofort schon oben, aufs ja. Kreuz. Da oben. Mach die Werbung zu. Mach die Werbung zu. So, zu ist, dann starte ich jetzt das Spiel. Da ist es. So, scheint keiner zu wollen, ist auch in Ordnung. Es wäre jetzt schlimm gewesen, wenn es wirklich gar keiner gewesen wäre. Ja, aber ich bin ja noch da. Eben. So, ich glaube, wir haben heute Angmar und Enedweiss. Das weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Angmar, ach, ich habe gerade geschaut, Angmar und Enedweiss. Das kann sehr lustig werden. Schauen wir Ich habe mal. aber schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, Also. ich auch nicht. Also, Das ist. ich hab jetzt letztens mal die Aufnahmen gemacht und das war's. Auch. Gegen KI ist ja immer was anderes. Ja, Also, von dem her nötig. und auch sonst mit StarCraft und so weiter halt wirklich gar nichts. Also weiß nicht, inwiefern ich da jetzt abgebaut habe oder nicht. Naja, vielleicht wird das so ein Spiel wie bei Anfalas, war das, glaube ich. Wo ich Zwerge und du Ah ja, das Menschen. allererste oder das eins der ersten. Ja, das könnte sehr Ja. lustig werden. Wo, oh Gott. Das war ja echt schlimm. Aber jetzt, wo du sagst, nee, die Fehler werde ich bitte nicht machen. Und schauen wir mal. Ich denk mir nur so, er baut Waldläufer statt Dunedain ein, also irgendwas läuft hier schief. Oh, das Traurige ist halt, dass ich trotzdem gewonnen habe. Also trotzdem? Dass ich trotzdem gewonnen habe. Ja, das stimmt. Ja, ich habe auch einige Fehler gemacht, so ist es ja nicht, ne? So, wo willst du denn anfangen? Willst du mit Angmar anfangen oder die Enedweiss? Was war ein Energy nochmal für eine Karte? Warte, ich such sie raus und zeig sie dir. Die da. Ach du Jesus Mit Christus. den 1000 Türmen, dem Dings in der Mitte. Ich weiß Ah, gar okay, ich nicht, glaube, was in. die Karte kenne ich noch. In der Mitte ist ein Gasthaus und ich glaube, Ja, jeweils und überall zwischendrin sind sind so Türme, Leuchtfeuer. ja, genau. Und Angmar Ja, mir wäre. egal, Angmar also wäre die sucht lieber da, aus. mit den ganzen Bergen. Die ist relativ klein, die Map, die kenne ich ja noch gut. Ah, nimm mal erst die andere. Enedweiss. Was ist denn Enedweiss? Ich habe zwar geguckt, sind das Menschen oder auch Isengard oder was darf ich denn da alles nehmen? Aber Elben sind's nicht, das ist viel zu weit südlich. Enedweiss ist. Eigentlich Ja, ist Menschenterritorium, eine ne? Ebene halt, eine weite Ebene westlich von Rohan. Also Menschen würde ich da eigentlich nehmen. Menschen oder halt vielleicht noch Isengard, weil es halt so in der Nähe ist. Ja, stimmt, ja. Weil irgendeinen Gegner muss es auf dieser Map ja geben, ne? Also. Ja, das stimmt. Orks werden es nicht sein, denke ich mal. Mordor erst recht nicht. Das Problem ist, ich kenne mich ja schon ein bisschen mit Herr der Ringe und geschichtlich und so aus, Ja. aber Enedwar wird eigentlich nicht groß erwähnt, deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, welche Ja, war halt Völker nie da was mal los. waren. Ich würde halt von der Nähe gehen. Da ist halt Helmsklamm und Isengard in der Nähe. Also die beiden Völker quasi. Helmsklamm ist halt Ja, Menschen und dann. dann such dir aus, ich nehme mal Elben. Puh, ich glaube, ich bleib bei Isengard, weil es ziemlich lustig werden könnte. Habe ich nämlich selten gespielt. Na, das stimmt. Ja. So, Regeln. Eigene Helden aus. Passt. Bumm. Willst du Kriegspunkte einsetzen? Ich nicht. Nee, Okay. eigentlich nicht. Dann lassen wir die weg. Irgendwann werden die noch eingesetzt. Irgendwann.
Oder? Nie. Mal gucken, wie schnell er vorbei ist. Ja, wird man sehen. Okay, also, das heißt, im Grunde ist alles fertig. Kannst du nur kurz, oder ich guck kurz, ob der Stream auch läuft. Ich meine, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Leute jetzt zugucken, aber wenn schon, dann richtig. Schaue ich mal schnell, ob Nee, ich der. lasse den Streamer, also auch gar nicht wärmbar, gucke ich gar nicht wärmbar an. Ich konzentriere mich hier lieber aufs Spiel. Ja, nee, ja, macht ja auch Sinn. Nee, läuft, passt, okay. Und vergiss nicht, das Spiel wieder umzuschalten. Ja. Oh ja, richtig. Huhu. Jetzt lass mich erstmal gucken, ob der das, ob der den Screen überhaupt aufnimmt. Das Lustige ist, dass der hier. Haha, wusste ich's doch. Der hat das ganz klein. Das müssen wir noch groß ziehen. Dass das auch schön hier reinpasst. Naja, das schaut scheps aus. Das ist nicht perfekt. Ich meine, es ist eigentlich nur eine Spielerei, trotzdem möchte ich es halt gescheit haben. So. Das Auge ist mit Sacken. So, und wenn ich jetzt umschalte, dann. Ja, das passt. Dann schalte ich gleich um, dann habe ich das weg. Gut. Also, ich bin soweit, dann würde ich hier auflegen und dann geht's los. Oh, mach das. Warte mal. Warte noch. Was haben wir hier? Wo waren das nochmal? Irgendwas wollte ich noch nachschauen, aber ich finde es nicht mehr. Schade. Na gut, dann wird's halt ein ziemliches Random Game. Ja, eigentlich wollte ich mir noch kurz eine Bildorder raussuchen, aber das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ich weiß, wo das war, aber ich finde es nicht mehr. Ich finde nur noch die. Ah, doch, jetzt weiß ich, wo es ist. Hehe, gefunden. Nur kurz ein Überblick, was es so gibt. Aha. Oh Gott. Kriege ich eh alles nicht hin. Waage, ich erinnere mich noch gut, dass ich mal mit Waagen anfangen wollte und dann habe ich es bei 99% abgerissen, weil ich sie upgraden muss, bevor ich die Waage weiterbauen kann. Ja. Ja. Und dann wusste ich nicht, ob ich mit dem Standard-Reiter-Opening mit Uruks, ob das funktioniert, weil sonst hocke ich da auf einer Dings und habe keine Einheiten und kann nichts bauen. Das wäre jetzt sehr bitter. Nee, passt. Ist Kann ich alles gerne gut. Reiterstand machen, ich freue mich drauf. Ja, ob das funktioniert mit diesen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaub's nicht. Egal. Also, dann bis gleich. Viel Spaß. Viel Spaß. So, hier nehmen wir noch auf. Passt. Good luck, have fun. Habe eh nicht gesehen. Ist egal. So, Isengard gegen Elben. Keine Handicaps. Unadvised. Ich bin links oben. Ich glaube, ich werde aufs Gasthaus gehen. Obwohl der spielt mit Bogenschützen, ne? Also vermutlich. Ah, schwierig. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß es nicht. Oh. Mit den Wagen muss man aufpassen, das ist wichtig. Wo, was spielen wir denn, Kräbein? Dann kann ich auch scouten, wo er ist. Ich weiß es zwar eigentlich schon. Da unten. Er muss da unten, er muss rechts unten sein. Theoretisch. Aber, naja, ja gut, mit den Wagen kann man gut creepen, ne? Wenn ich am Anfang Armbrustschützen baue. Ja Mann, ich hätte vorher nochmal auf Toilette gehen sollen. Tja, zu spät. Viel Holz gibt's hier nicht auf der Map. So. Okay, da ist ein Malorenbaum. Da ist ein Malorenbaum. Da ist eine. Okay, dann parken wir die Kräbein hier. Weil ich will wissen, was er baut. So. Ich baue jetzt erstmal die Armbrustschützen. Die sind nicht perfekt, aber das passt schon. Ich will wissen, ob er Reiter-Dings-Dinger baut oder nicht. Das will ich wissen. Was baut er? Was bildet er aus? Ich hoffe, ich krieg was zu sehen. Das wäre jetzt doof, wenn nicht. Na komm.
Sieht nicht so aus, als würde ich groß was sehen. Doch, Bogenschützen. Okay. Also, er hat Bogenschützen gebaut. Das passt. Dann kann ich ja Uruks ausbilden. Noch ist das Leuchtfeuer ziemlich nutzlos. Das ist das Ding. Ja, hier dauert es halt lange, das ist das Problem. Die machen Gebäude sehr langsam kaputt. Aber für mich wird es reichen. Und dann gehe ich in die Mitte aufs Gasthaus. Und dann schauen wir mal. So, das gab schon mal ein paar Punkte. So. So. Also ich habe jetzt schon so ein bisschen was. Ich hole mir jetzt das Gasthaus nach Möglichkeit. Ich glaube, ich baue nochmal eine Urukgrube. Dann habe ich zwei. Und dann baue mal hier ein Sägewerk. Gehört das? Wem gehört das? Ah ja. So, das passt. Sägewerk. Noch mehr Uruks. So. Also das müsste passen. Hoffe ich mal. Ja, da kommen die Hobbits. Die Hobbits sind böse. Die müssen zuerst weg. Die müssen wirklich weg, die Hobbits. Die sind böse, die Hobbits. Die müssen weg. Ja, die Bogenschützen haben sich hier gemacht. Das ist problematisch. War aber klar, dass es ums Gasthaus geht. Das war eigentlich klar. Ah, die Frage ist, wen kostet das hier mehr? Ja, natürlich greifen wir uns an. Das Ding ist, die Krähbein haben sie halt noch nicht weggeballert. Das schaut dann sehr gut für mich aus. Ja, die Hobbits. Die Hobbits lohnen sich für ihn gerade nicht so wirklich. So fühlt es sich zumindest für mich an. Also wenn ich das jetzt beurteilen müsste. Und die Krähbein, die sind halt richtig nützlich für mich, ne? Aber er scheint es zu gewinnen. Problematisch. Dann muss ich auf Warge gehen, dann geht's nicht anders. Ja, die Hobbits tun weh. Die Hobbits tun wirklich weh. So. Schauen wir mal. Also die Hobbits, die müssen auch als allererstes weg. Das ist ganz wichtig, die müssen weg. Die Hobbits, die müssen weg. Da war er tatsächlich ein bisschen schneller. So, das lassen wir so. Dann machen wir das Upgrade. Schaut nicht gut aus, aber verloren habe ich auch noch nicht. So. Ja, Schmelzöfen will ich eigentlich nicht verlieren. Ah, jetzt, das ist natürlich schlecht für ihn, wenn er da mitten in meine Leute reinrennt. Er hat schon einen Helden. Wow. Das ist natürlich kräftig. Dass er einen Helden hat, ist problematisch. Das ist halt wirklich problematisch. So.
Ich glaube, ich gehe auf zwei Wargreiter. Ich bunker die, zeig sie ihm nicht. Na, und dann. Obwohl, ich renne da jetzt rein. Scheibenkleister. Ist vollkommen wurscht. So, da rennen wir jetzt durch. Wo sind meine Wargreiter? Alle tot, an was? Das ist jetzt böse. An was sind die denn jetzt gestorben? Schaffe ich das? Die Hobbits müssen halt weg. Die Hobbits müssen weg. Das ist wirklich wichtig. Die Hobbits müssen weg. Ich hätte auch Lust auf einen Lurz, aber ich glaube nicht, dass ich den bekomme. Ja, ah, jetzt verliert er hier aber Truppen. So, kann ich mir den Lurz jetzt kaufen? So, und die Wargreiter, die hole ich mir jetzt. Mit denen gibt's Stress. Der hat da eine ganze Menge. Da muss ich aufpassen, da muss ich wirklich aufpassen. Dass ich hier nicht. Aber wenn ich ihm alle Gehöfte zerstören kann, zum Beispiel, oder halt genug Gehöfte, dann wird das auch bitter für ihn. Genau. Weil jetzt muss er gucken, dass er da unten was macht. Und das wird böse für ihn. Das wird sicher böse. So. Wo ist denn der? Genau. Weiß nicht, ob das gut ausschaut. Werde ich sehen. Ah, Lanzenträger. Habe ich nicht aufgepasst. Aber ich glaube, das schaut hier ganz gut aus. Weil den Haldir, den kriege ich jetzt. Dann kann ich jetzt ins Blutbad gehen. Kann hier alles wegräumen. Na, wo bauen wir denn noch? Glaube ich, baue noch. Ne, lass mal. Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich kann nichts bauen. Lass mich das holen. So, das zerstören wir jetzt. Da bauen wir das. Ah, der hat da eine ganze Menge. Ah, der Baumeister, das ist natürlich schön. Wenn ich den krieg, das tut weh. Das tut weh. Der Baumeister, wenn stirbt, das tut echt weh. Ja. Aber ich muss tacken. Ich glaube, es wäre gut, eine Rüstkammer zu bauen. Zumindest wäre es nicht dämlich, sagen wir mal so. So. Hier gibt es doch sicher irgendwo Bäume, oder? Ja, es sind Bäume. Ah ja, das tut weh. Eigentlich wollte ich ja hier was weghauen, jetzt geht's wieder nicht. Oh, weiß nicht, ob das so gut ausschaut. Naja. Aber das scheint schon zu laufen hier. Weil ich halt wirklich jetzt von allen Seiten reinrenne, das tut schon weh.
Ah, das Gasthaus lebt immer noch. Das ist natürlich nicht so toll. Lurz, lauf! Lauf! Lauf schnell und weit. Ach du Heilige. Das ist ja alles andere als gut. Oh Gott. So, das Ding ist fertig. Kann ich jetzt endlich hier das Holz abgrasen? Danke. So, das hätte ich gerne. Okay, er hat jetzt Reiter. Dann brauche ich Lanzenträger. Okay, das haben wir zerstört. Wie schaut denn das hier aus? Ah, das sieht gut aus. Oh, ich bin ganz verspannt hier. Vorhin noch Guild Wars 2 gespielt und den 100 cm-Modus probiert. Ah. Hat aber mit der Gruppe leider nicht funktioniert, habe ich voll versagt. Also nicht ich, es lief halt nicht mit der Gruppe. So. Ja, wenn ich die Reiter hier vernichten könnte, wäre das schon gut. GG. Das war knackig. Na, der hat aber auch gut ausgebildet gehabt, ne? Jetzt bauen wir da mal den. Dann bilden wir da aus. Und dann noch da oben. Ach, der stirbt mir jetzt. Adler. Oh je. Ich spam halt wirklich einfach nur rein und das war's. Ne? Viel mehr mache ich da gerade nicht. Aber solange es funktioniert, soll es mir recht sein. Ich frage mich, warum er nicht aufgibt, wenn er GG schreibt. Das ist schon seltsam. Na? Also niemals darauf verlassen, dass der Gegner irgendwie aufhört oder... Niemals. So. Bald gibt's Feuerpfeile, dann wird's lustig. Da freue ich mich jetzt schon. Vielleicht kann ich sogar die Schmiede töten. Das wäre sehr interessant, wenn das funktionieren würde. Na, eher nicht. Die hält zu viel aus. Na, ich finde immer einen Bauplatz. So, das bauen wir nochmal, das bauen wir nochmal. Ja, wir brauchen so einiges. Das wird dauern. Wie lang sind denn die da? Die Adler leben schon sehr lang. Lutz könnte ich mal wieder ausbauen. Ne? So. So, im Grunde brauche ich jetzt gar nicht mal viel machen. Ich brauche es bloß zu verhindern, dass er abhaut. Also, dass er sich rauswindet aus meiner Umklammerung. Knuddeln des Todes und dann... Oh, dann sehen wir schon. So, das Ding wird irgendwann auch fallen.
So, schauen wir mal, ob wir hier eine Zange zumachen können oder nicht. Nurz ist wieder da. Der macht jetzt, was ich sage. So rum schaut es nämlich aus. So, Feuerpfeile. Ich liebe Feuerpfeile. Bestes Upgrade überhaupt. Ich liebe es. So, wo gibt's Bäume? Hier als Bäume. Ja, das hält der auch nochmal dann durch. Schauen wir mal. Ja, für ein GG geht das doch noch ziemlich lange weiter. Also er hält gut durch. Ja, jetzt ist aber vorbei. Jetzt ist vorbei. Lustig. Da ist ein Hobbit-Turm. Ha! Nett! Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden er in Wirklichkeit gemacht hat. Aber es muss schon einiges gewesen sein. Naja, jetzt machen wir da kaputt, ne? Und dann. So. Damit ist das erledigt. Aber ein Baumeister hat er getötet. Das ist auch etwas. Je nachdem, wie viele Heldenpunkte er hat, wird es halt noch sehr böse, ne? So, da ziehen wir uns zurück. Ja, der zieht sich zurück. Aber hier gibt's erstmal Geld. Müsste mal wieder ausbilden hier, ne? So, wo ist sein Haldir? Der klatscht doch da sicher drauf. Türmchens. Also Lurz will ich nicht nochmal verlieren. Aber der Haldir, der stirbt. Und tschüss, Haldir. Schöner Level Up. Das war's. Huh! Das war knackig. Das ging auch sehr lang hier so hin und her. Irgendwann war halt Schluss, ne? Die Reiter, die Dings haben gar nicht so viel gemacht. Ich glaube, er hätte mehr so ein bisschen sich verteilen. Der Haldir kam sehr überraschend, aber im Endeffekt, ja, das seht ihr, ich habe nicht gut gekämpft, was das Verhältnis angeht, aber ich habe halt einfach viel mehr erstellt, ne? Das ist halt das Ding. Viel mehr Einkommen. Da, 20.000 mehr Ressourcen. Wo ist denn das Gebäude, das Ding pro Minute? Das ist zwar das Maximale, aber das Durchschnittliche. Gibt es das auch? Durchschnittliches Geld? Nein. Nein, gibt kein durchschnittliches Geld. Naja, macht ja nichts. So. Dann. Skype Time. Gut gespielt. Ja, du auch. Der Haldir war sehr früh draußen. Ja. Ich hätte lieber ein Drandel rausgebracht, aber musste das Geld dann doch irgendwie in eine Schmiede investieren. Hab gedacht, das wäre besser gewesen. Aber ein Drandel wäre besser gewesen. Hast du die Schmiede überhaupt genutzt? Für Silberdorn. Okay. Ja, ich glaube, die habe ich aber später. Aber wie gesagt, ein Granül wäre besser gewesen im Endeffekt. Ja, der haut halt viel mehr Schaden raus. Deswegen. Der ist schon. Ich dachte, meine Wagreiter machen mehr, aber tatsächlich waren die plötzlich. Ich weiß nicht, die sind in die Hobbits rein, plötzlich waren sie alle tot. Und ich dachte mir, what? Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar, die Hobbits sind auf Stärken auch Reiter. Wie witzlos. Die Hobbits schnetzeln, hast du selber gesehen, die Waagreiter. Ja, ich dachte mir, pff,
Kann doch nicht sein, die haben Stöcke und Steine. Boah, aber Ja. krass, Ich ne? habe auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Du hast aber immer mal wieder Einheiten drauf geschickt. Ich habe Hobbits in meinen Turm Der getan. Hobbitturm. Den habe ich ganz spät am Ende gesehen und ich wollte gar nicht wissen, wie viel Schaden der gemacht hat. Der hat dir 4 bis 5 Bataillone getötet. Nice. Aber wie gesagt, hat jetzt auch nichts gebracht oder so. Es gibt eine Karte, die heißt Ker'Andros. Ja. Da kannst du schön von der Gegenseite Ja. die Hobbit-Türme besetzen. Habe ich schon mal gemacht. Funktioniert richtig gut. Und dann über die Brücken, oh, das ist halt bitter, ne? Er kommt nicht mehr raus. Nee, Er kann nichts machen. keine Chance. Das ist echt Mist. Ja, es hat mich gewundert. Hast du die Kaserne vor dem zweiten Malornbaum gebaut, oder? Ich habe eine Kaserne und mal. Nee, ich habe 2 Malornbäume gebaut und dann die Weil Kaserne. du so früh am Dings warst. Aber du hast keine Wargreiter getötet, ne? Du bist sofort rübergelaufen. Ja. Ja, ich Aber hab die. doch, doch. Mit dem Bogenschützentrupp, den ich zuerst ausgebildet habe, bin ich links rüber, habe die Wow. Waage getötet und mit dem zweiten Trupp bin ich dann erobern gegangen. Krass, weil ich habe genau das gleiche gemacht, war aber viel später da als du. Also das. Aua. Und am Anfang sah es hier noch gut für mich aus. Oh ja, da dachte ich mir, wow, jetzt, das wird eine krasse Niederlage. Eigentlich nur dank den Hobbits zu verdanken, sonst hätte ich das nie geschafft. Okay. Und dann kamst du irgendwann von allen Seiten und dann darauf war ich nicht so vorbereitet und dann Ja, ich habe hast mich ausgebreitet. Ich habe unten halt eine Urukrube links gebaut und von der konnte ich dann ja, auch ich noch hab's schön gesehen, spammen. aber ich konnte nichts machen dagegen. Das war so ein bisschen. Ja. Ja, schwierig. Das war. Oh Gott, Angmar gegen Angmar. Ich hasse dich. Das wird Auch ein lustig. Spam-Volk. Ich bin so ein Spammer eigentlich, ey. Ja, mit den Hobbits, das hat halt gut funktioniert eigentlich, weil die machen Schaden und. Wie gesagt, ich konnte das Gasthaus nur nicht mehr verteidigen, als du dann von allen Seiten kamst. Aber Du hast halt das den Schöne Haldi ist auch dann. einmal verloren. Da, wo der Lurz draußen war, das war dann. Ja, Das Lurz war ist ein gut. Heldenkiller. Ja, ich hab Da den wäre ich fast. gekillt, der war dann sofort auf Stufe 3 und dann mit Blutdurst rein und dann hat Ey, der also dein ausgeräumt. Lurz hatte vorhin auch mehr Glück als Verstand. Nein, ich hab den gemikrot, dass er den Steinen ausweicht, bevor er stirbt. Ich hab das gesehen, dachte mir, wow, jetzt aber schnell und dann rennt er da um diese Ruine rum und ich. Das war gewollt, Ja, das ey, war ich hab gedacht, gewollt. das gibt's jetzt nicht. Nein, das war gewollt. Da habe ich gerade noch im letzten Moment geguckt. Aber was mir eingefallen ist, ich konnte dreimal den Pfeilhagel einsetzen, ohne dass du es gemerkt hast, habe Ich ich habe Gefühl. ihn nie gesehen. Gar nicht. Ich habe Nie. dreimal den Pfeilhagel eingesetzt. Jedes Mal hat er einen riesen Haufen Bataillone getötet. Ich wusste nie, wann, wo. Ich habe das nicht gesehen. Nein. Nö. Aber ja. Krass. Okay. Ob die Idee war gut, aber nicht ausreichend. Ja, viel anderes kannst du auch nicht machen. Wenn es ein Gasthaus gibt, dann ist klar, dass dafür gekämpft wird drum. Vor allem, wenn du Hobbits hast. Und ich die Naja, es Wildlinge gibt. weiß, das ist halt, das kannst halt raus spammen wie noch was. Die kosten nur 50. Die Hobbits, ja, das ist bitter. Naja, wir schnetzen gleich alles nieder. Dafür sind es halt bloß 5 und sie sind langsam und halten nicht viel aus. Also das ist schon, aber wenn sie erstmal wo dran sind, dann, ne, das war's. Aber mir ist aufgefallen, wie schnell dein Lurz das Leben runterbekommen hat. Ja, das war plötzlich, der war halbes Leben, dachte mir, okay, der macht jetzt, dann kassiert der einmal so eine Salve von allen 5, plötzlich war da und okay, tschüss. Hui! Keine Chance. Ja. Na gut, dann sehen wir uns in Angmar, Genau. mit Angmar gegen Angmar. Bürgerkrieg. So schaut's aus. Also, bis gleich. Bis gleich. Gut, Aufnahme läuft noch. Umschalten mache ich jetzt gleich. Aber wenn ich jetzt den Ton vergessen hätte, das wäre wieder sehr bitter gewesen. Auch ich schreibe Good Luck, have fun. So. Dann wollen wir mal sehen. Oh, jetzt bin ich unten. Das Schlimme ist, glaube ich, hier, dass es so ewig viele Monsterteile gibt. Zurück an die Arbeit! Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen! Baut für den Hexenkönig, für die Eisenkrone! So. Arbeitet für die Ich Eisenkrone! glaube, als erstes nehme ich die Todesbrise. Die bringt am allermeisten.
Ich könnte Walder rekrutieren, ich könnte Karsh rekrutieren. Es bringt halt nichts, auf Karsh zu gehen am Anfang. Na, nee. Also ich kann jetzt nicht für 4 Mühlen bauen und dann auf Karsh sparen. Ich glaube, das ist keine gute Strategie. Ich baue jetzt erstmal hier so ein Ding. Mühle ist M, ne? Ja, furchtbar. So. Morokmir, glaube ich, brauche ich nicht bauen. Rogash ist noch ganz in Ordnung, aber im Grunde brauchst du bloß Karschwalder. Hexenkönig. Ist halt ein Luxusgut, ne? Wenn der kommt, dann hat man eh schon gewonnen. Hier wäre Isengard auch sehr gut. Sehr viele Bäume zum Fällen. So. Ich baue jetzt erst das hier. Ich glaube, ich baue ein Reiter-Dingsbums und schau mal, ob ich damit Schaden anrichten kann. So, dann bauen wir hier noch. Und hier können wir noch eins bauen und das war's. Viel mehr Platz gibt's nicht. Dann irgendwann kann man da hochgehen, ja, oder hier runter, aber das war's dann. Im Grunde war's das dann. So, jetzt Reiter. Wie teuer sind die? 3,50. LOL. So. Das sollte mir eigentlich die Upper Hand geben. Ja, ich hab ihn erwischt. Oh ja. Ich hab den Hauptmann erwischt. Nice. Das ist sehr ärgerlich für ihn jetzt. Das ist wirklich ärgerlich. Er muss jetzt auf Speerschleuderer gehen. Und das gibt mir quasi die gesamte Karte. Solange ich hier keinen Schwachsinn baue. Und die verliere, ne? Solange ich hier keinen Schwachsinn baue. Passt es. Da hatte ich jetzt echt einfach mehr Glück als Verstand. Aber beim Mirror Match kann das sehr schnell passieren. Da muss ich jetzt kein Mitleid haben. Tät mich interessieren, was er sich genommen hat. Oh. Nein, 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 nein! Den Troll will ich eigentlich hier nicht. Ja, das tut weh. So, hier nochmal eine Mühle. Oh, na, der macht halt. Na, ja, das ist tot. Was ein Schwachsinn. Vielleicht sollte ich einfach. Wo? Oh, ich hab den Ring. Ja, den Ring, den hole ich mir, den nehme ich mir, das ist. Ring ist in Ordnung. Der Ring, der ist in Ordnung. Leider habe ich die Mühle nicht bekommen. Wo ist der Troll? So, stellt euch jetzt dahin. Okay. Das ist doof. Das ist doof. Da kann ich jetzt echt nicht viel machen. Ich kann nur versuchen durchzuhalten. Ja. Wenn er den bekommt. Wenn ich Glück habe. Wenn ich ganz viel Glück habe. Nee, das schaut böse aus. Obwohl, der Baumeister kommt weg. Dann ist es gar nicht so schlimm. Dann ist es gar nicht so schlimm. Wie ich anfangs dachte. Ich probiere jetzt nochmal die eine Mühle zu vernichten. Müsste ich auch bekommen. Aber der hat da oben schon sehr viel Zeug.
Das ist halt sehr böse. Dafür haben wir nicht genug Rohstoffe. Hört mir zu, ihr Wir müssen sie erneut zurückwerfen. Keine Widerrede. Das wird nix. Und die sind Stufe 2, die sollte ich nicht verlieren. Die sollte ich nicht verlieren. So, die Schwertkämpfer halten hier gut was aus. Theoretisch zumindest. Das tut weh. So. Im Grunde würde ich sehr gerne die Waldläufer bauen. Ah, das haben sie. Okay. Da nehmen wir nochmal Reiter. Wo sind die Schwertkämpfer? Ja, die halten halt gar nichts aus. Trotzdem probiere ich das jetzt aus. Bogenschützen habe ich schon. So, der Baumeister muss weg. Ah ja, probiert er das gleiche Zeug wie ich auch. Ja. Ja, okay. So, das vernichten. Die Mühlen, ja. Das tut jetzt weh. Ah, das ist nicht gut. Sieht nicht so gut aus. Vielleicht sollte ich auch mal ein paar Speerschleuder machen. Naja, die Orks sind komplett nutzlos. Ja, viele Reiter. Das läuft hier aber ganz gut. So. Ist es das? Sehen wir gleich. Naja, da oben ist er jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt. So. Na, inwiefern das läuft, muss man mal sehen. Mit denen laufen wir jetzt einfach mal rum. Und mit denen auch. Eine Schmiede wäre mal ganz gut. Ich glaube, ich baue als nächstes eine Schmiede. Aber ich habe noch nicht genug Geld. Das ist das Problem. Oh! Das tut weh. Okay, der hat da sehr viele Reiter. Ja, das tut weh. Der Baumeister muss hier weg. Das schaut nicht so cool aus. Ja, das haben wir jetzt. Also das Gebäude muss weg, ich muss das durchdrücken. Sonst geht da gar nichts. Naja, da kann ich nicht bauen. Da verliere ich gerade. Oh Gott. Es ist halt ein echtes Spamfest, ne?
unsere Befehle. Vorwärts! Feine flüstern. Steht nicht herum! Hört mir zu, ihr Magen! Schneller, oder ihr lernt meine Keule kennen! Wir sind auf einen Höhlentroll gestoßen! Oh, das... Nein, mit einem Höhlentroll legen wir uns jetzt nicht an. Die Lanzenträger können das allerdings machen. So. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ich führe unsere Rollsteine auf die Schlange. So. Das müsste gut aussehen. Na, da weiß ich. Nein, 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 nicht mit den Lanzenträgern dabei. Wundert mich, dass er noch nicht so viele Kommandeurspunkte scheinbar hat. Dunkelstahlschmiede. Das da, das da. Ne? So. Wenn er jetzt doch irgendwie auf Zeug taggt, dann habe ich natürlich ein Problem. Ne? Also wenn er jetzt zum Beispiel auf Dings geht, auf ja nicht Karsch, das jetzt nicht, das ist das, was ich jetzt als nächstes machen werde. Aber Entschuldigung. Aber ja, auf halt so Dingsleute halt, ne? Was sind denn Dingsleute? Die Bösen. Die krassen Leute, wie... Maria! Jetzt hat er die Orks. Keine Widerrede, ihr Würmer. Vorwärts, ihr Faulpelze. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. So, ich höre jetzt mit meinem Spam mal kurzzeitig auf. Um Mühlen zu bauen. Ist vielleicht nicht gut, wenn ich bedenke, aber der hat das jetzt zur Verteidigung eingesetzt, indem er... Dürfte das schon passen. Und dann stellen wir uns hier einfach nur defensiv auf und gut ist. Hier kriege ich eine Mühle, das passt. Aber Karsch macht einfach nur Sinn. Wenn ich den habe, dann geht's richtig zur Sache. Und darauf... Ah, da liegt noch das ganze Gold! Nein, ich Blödkopf. Oh Gott. Hat er das eingenommen? Nein. Nee, Karsch. So. Dafür haben wir nicht genug Rohstoffe. Ruhe, ihr Magen. Hört mir zu, ihr Magen. So, dann machen wir einmal jetzt ganz großes Kaboom. Bringt nicht viel, aber kommen wir trotzdem mal probieren. Ne? So. Das Problem ist, dass er jetzt sehr viel Momentum hat. Dadurch, dass ich auf Karsch gehe und den Spam abgebrochen habe. Und das könnte böse enden für mich. Unser neues Gebäude ist bereit. Macht euch bereit zu bauen. Arbeit. Lass die Trolle nicht sehen, dass ihr euch nicht steht. Könnte wirklich böse enden. Na, ja, jetzt schauen wir mal. An die Arbeit, oder ich werf euch den Wölfen. Ja, 50% ist besser als nichts, ne? Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt klappt mit Karsch. Wenn nicht, habe ich ein Riesenproblem. Wenn ja, nice. Dort können wir nichts bauen. Na, wenn ja, dann wäre das echt nice. So. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Diese Barbaren wissen ihre Äxte zu schleudern. Zurück an die Arbeit. Ah, da also. Ich bin nicht mehr. Wir nehmen unser Gebäude. Na, interessant. Da gehen wir jetzt rein. Halt, ich hab hier doch weiter. Nee. Irgendwo dachte ich, hätte ich Reiter. Die Leibeigenen.
War wohl nicht so. Tarsh wird bald Level 2. Ja, das bringt mir gar nichts. Wir haben den Feind gesehen. Ja, der Feind interessiert mich gerade sehr wenig. Sie werden alle fallen. Das Blutvergießen hat begonnen. So, der Tarsh muss da runter. Das tut weh. Jetzt habe ich seine Armee. Jetzt habe ich ihn. Da kommt er nicht mehr lebend raus. Das ist das Gemetzel des Todes und danach ist Schluss. Schaut euch das an. Der Flankenangriff tötet ihn. Das tat weh. Das war wirklich knackig. Gibt es hier irgendwo 50%? Nein, nicht ganz. Aufteilen sollte ich mich aber nicht. Also nicht dämlich. Das ist wichtig. Wo ist denn der Tarsh? LOL! Halt genau da, wo die Armee nicht ist. Da bringt er mir gar nichts. Die Waldläufer, die müssten doch eigentlich hier irgendwie was reißen, oder? Sollte man meinen, aber anscheinend nicht. Naja. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Wir sind diese Barbaren wissen, ihre Äxte zu schneidern. Wir sind die Herren der Wälder. Waldläufer bereit. Ihre Ware ist nur noch nichts als Stahl. Die Schlacht hat begonnen. Was gibt's denn für 15? Grab und Holde. Na, schauen wir mal. So, Pfeilhagel. Der dürfte auch gut treffen. Und ein bisschen was. Vielleicht baue ich einfach mal, weil es lustig ist. Also ich meine, ich halte ja jetzt schon hier was aus, ne? GG. Oh Mann. Ja, der eine Flankenangriff war schwierig. Der war... Auf kleinen Maps kann man einfach nicht seine ganze Armee zusammenballen. Da muss man überall zeitgleich sein, sonst... Sonst wird das nix. Das ist... Also von den Einheiten sah das vor allem hier. Hier sah es sehr gut aus. Zum Beispiel, also bei Minute 12:37, falls man das Replay anschauen wollen würde, kann man jetzt am Graph sagen, hier Minute 9, 8, sag mal mit Minute 8, da habe ich alles verloren und er fast nichts. So einen Kampf, Bombe. Und hier genauso gut. Also er verliert halt nicht viel und ich stürze komplett ab. Wenn man das mal schaut, von hier nach hier. Und dann hätte er sich zurückziehen müssen. Neu aufbauen, weil dann wäre ich hier unten gewesen und er wäre hier geblieben. Wäre wieder gestiegen, ich wäre gestiegen. Während er hier oben ist, wäre ich dann hier unten irgendwo gewesen. Dann aufteilen, halb-halb oder ein Drittel, zwei Drittel. Irgendwo stressen, bum bum bum. Aber ich glaube, er hat auch keine Waldläufer gemacht. Er hat nie getaggt. Also wirklich gar nicht. Und soweit ich das jetzt sehen konnte, entweder taggen irgendwie. Das war halt jetzt bitter. Schaut's hier, Verhältnis. Ich habe besser getradet. Und ich hatte mehr Ressourcen. Und das ist halt dann GG. Trotzdem war es kein schlechtes Spiel. Also auf gar keinen Fall, da braucht er sich jetzt auch gar nicht schlecht fühlen, wirklich nicht. War halt einfach nur ein bisschen Unluck. Vor allem mit den Reitern, dass ich die Reiter bekommen habe, das war Unluck des Todes. So, damit sind wir hier auch schon fertig. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, ich hoffe ihr hattet Spaß. In 2 Wochen geht's weiter, oben irgendwo beim i abstimmen für die nächste Schlacht, eintragen im Anmeldebogen und dann sehen wir uns in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen.
Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.